Quasi. Oh. Ach du heilige Mutter! Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Alibaba Nuri und willkommen zu Wir produzieren unsere eigenen Chips, beziehungsweise machen sie so für ein Video. Ihr wisst ja, dass Sano die Chipskönigin ist, also sie hat früher vor allem sehr, sehr viel Chips gegessen. Und erzähl du, was wir vor 2 Jahren geplant haben. Dass unsere eigenen Chips so rausbringen, dass sie die Zuschauer probieren werden, aber ja, wir werden es jetzt auch nicht bei Supermarkt oder irgendwo erstmals ja, produzieren. Vor 2 Jahren haben wir uns hingesetzt und haben uns gesagt, Moment, es gibt halt diese Chips-Videos von Sano, also so, wo sie die ganze Zeit immer gesagt hat, Chips, ich will Chips, ich brauch Chipsy. Ist alles gut, Sano? Ich will Chipsy. Ja, okay, dann holen wir Chips. Leute, Sano isst Chips während dem Video, es tut mir leid, wenn es euch stört. Solche Sachen, okay? Also Sanos Leben bestand aus Chips. Und wir haben uns gedacht, wie lustig wäre es, wenn wir für ein Video selber Chips machen. Und das Wichtige ist, dass es so professionell wie möglich wirkt. Bedeutet, wir haben eigene Packungen produzieren lassen mit Sanos Bild drauf und mit Marci. Ihr habt ja 1 Jahr lang kein Video mit Marci gesehen, aber heute ist ein Video mit Marci. Wir haben nämlich dieses Video angefangen vor 2 Jahren zu drehen und da war Marci einfach dabei. Dieses Video bedeutet mir auch echt viel, weil ihr müsst wissen, wir haben dafür so lange gebraucht. Es ist einfach etwas, was... Es ist etwas Neues. Ja, es bedeutet mir vor allem so viel, weil das ist so mäßig wieder ein Video mit Marci, auch wenn es vor 2 Jahren war, als wir es gedreht haben und jetzt erst fertiggestellt haben. Ich reite Biene zurück mit Chips. Wir möchten euch einfach bei diesem Video viel Spaß wünschen. Es besteht aus vielen... Liebe, mit vielen Liebe. Ja, also dieses Video ist einfach mit unserem Bruder, mit meiner Freundin. Einfach, es ist so viel. Es ist so viel. Es ist einfach... Viel Spaß! Nehmt Platz, das ist ein Businessgespräch. Sind wir jetzt Businessland oder was? Willkommen zum Kreativgespräch. Bei dem Kreativgespräch geht es darum, Name und Chipsorten auszusuchen. Sano, wir machen deine eigenen Chips. Wir machen das nicht so, dass wir es auf den Markt bringen oder so, sondern ich habe gedacht, als Video, und wir lassen es dann Zuschauer auf der Straße testen. Aber der erste Schritt ist mal, ein Kreativgespräch zu führen, bei dem ihr zwei und ich gemeinsam herausfinden, wie das heißen wird und welche Sorten. Danny wird später kommen. Wir werden dann die Grafik schießen mit dir und du, Sano, du suchst selber aus, wie du auf die Chipspackung kommst. Marci auch. Und wir gehen dann Fotos schießen später. Marci wollte auch unbedingt auf die Packung, hat er mir gesagt. Er hat gesagt, er will auch Teil davon sein. Matt, es wird nur eine Sorte sein. Nein, es können 2 bis 3 Sorten sein. Aber okay, ich muss sagen, ja, das passt. Ich muss sagen, weil ich habe Chips erfunden. Ich habe oft Chips gegessen. Du hast die größte Entscheidung. Ja, das stimmt. Okay, sagen wir mal eine scharfe Sorte. Hot Pakistan. Was? Was? Wie könnte das Hot Pakistan nennen? Hot Pakistan? Ja, weil Gewürze und so. Warum nicht? Nein. Okay, dann schlag was Besseres vor. Heiße Bombe. Nein, noch schlimmer. Sie explodieren im Mund. So, wir können das so nennen. Das ist nicht gut. Okay, das dann ist nicht schön. Wenn ich ganz ehrlich bin, kann man es auch im Englisch eigentlich machen. Ja, mach mal. Hot Chili. Sano. Das war zum Beispiel. Hot Chili. Sano, zum Beispiel, okay. Wenn ich ganz ehrlich bin, yeah, wenn ich wirklich ganz ehrlich bin, zum Beispiel bei Käse fällt mir schon sehr viele ein. Okay, sag mal. Bei Käse fällt es mir urleicht. Also sag mal, okay, sagen wir, wir machen eine Käsesorte. Stinkefuß. Also ich finde, das ist geil. Stinkefuß. Ah, ich weiß es. Stinkekuss. Nein? Wir geben Knoblauch rein in die Chips und dann stinkt der Kuss. Wenn Leute ihre Partner küssen, dann stinken die Küsse, nachdem sie die Chips gegessen haben. Wer will sowas nicht? Wir müssen einfach sogar sogar cooler ist es nicht. Er hat Durchfall dann, wenn es ist. Stinkekuss ist doch ein guter Name. Was sagst du? Du willst lieber Stinkefuß als Stinkekuss. Ja, erstens, da ist... Wie nennt man das nochmal? Knoblauch oder was? Knoblauch, ja. Wer mag das? Wer mag das? Schau mal, wenn jemand zusammen ist, Pärchen oder Paar, keine Ahnung was, die nehmen das und essen das, okay? Ja. Und dann denkst du, oh mein Gott, habe ich Mundgeruch oder so? Und das hört sich ihm so, es ist keine gute Idee, finde ich. Und dann küssen sich beide und dann haben sie beide Mundgeruch. Und das ist keine tolle Idee, finde ich. Ihr schweift voll vom Thema ab. Misch dich nicht an. Was haltet ihr von tropische Nächte? Das klingt für mich mehr so wie ein Cocktail. Willst du einen Cocktail mit deiner Freundin trinken? Im Bett? Wo er flirtet? Was? Keine Ahnung. Ich reite Kartoffeln. Was? Ich reite Kartoffeln. Ja! Stabil! Ich reite Kartoffeln. Das ist perfekt. Und weißt du, was wir dann machen könnten am Logo? Wie du auf einer Kartoffel reitest. Stimmt, ja. Was für Sorten gibt es bei Ich reite Kartoffel? Wie viele Sorten darf man nennen? 2 bis 3. Zum Beispiel Ich reite Kartoffel Bombe.
könnte Chili sein. Ich könnte einfach eine Sorte Bombe nennen. Ja, wir könnten das so machen. Und das ist dann richtig scharf. Dann, ich reite Kartoffelbombe. Sind die scharfen Chips? Ist ja auch verstanden. Was haltet ihr von Avocado? Nein! Avocado-Chips. Überleg mal. Nein. Nee. Ich habe eine Idee für eine Sorte. Wie wär's, wenn wir... Also, es können ja ausgefallene Sachen sein. Zum Beispiel Zwiebel. Richtig Mundgeruch. Ja, wie wär's, wenn wir so Mundgeruch-Chips machen? Extra auf Mundgeruch ausgelegt. Halte ich nichts von, aber... Aber das wäre doch was. Dann hätten wir Stinkekuss wirklich umgesetzt. Dann hätten wir Ich reite Biene Bombe und dann Ich reite Biene Stinkekuss. Und jetzt dann noch eine dritte Sorte. Das zweite ist nicht gut. Zwiebeln und so, Knoblauch. Ja, aber wer will sowas essen? Habe ich doch gesagt. Nein, warum essen Leute Zwiebeln? Damit sie Mundgeruch haben. Nein. Und bei dieser Sorte kann die Kartoffel einen Mund haben, so einen offenen Mund. Und dann kommt so grüner Geruch raus. Das ist eine echt gute Idee. Gute Idee? Stinkekuss. Sana, du musst einverstanden sein. Mhm. Es wird gut schmecken, vertrau mir. Ich schau mal das Bild da. Und deine dritte Sorte? Irgendwie vielleicht so ein Chicken Flavor oder so. Das ist gut. Ich habe eine ultimative Idee. Wir besorgen uns lebende Hühner. Okay? Nein, hör zu! Halt dich jetzt schon nicht zu. Überleg, Mann, warum lässt du mich nicht kreativ sein? Lass mich ausreden. Bitteschön. Wir besorgen uns lebende Hühner. Okay? Diesen Hühnern geben wir Kartoffeln zum Essen. Sie essen diese Kartoffeln, scheißen und dann kommen Kartoffeln raus und aus dieser Scheiße machen wir dann die Chips, dann haben wir Hühnerchips. Falls du jemals daran denkst, diese Chips wirklich zu vermarkten. Wir vermarkten es nicht. Okay, dritte Sorte. Was haltest du jetzt davon? Irgendeinen Chicken-Flavor-Geschmack? Okay. Ich bin einverstanden damit. Die Sorten stehen fest, dann machen wir uns an die Grafik. Es ist Zeit, die Bilder zu schießen für die Chipspackung. Es wird hier diese Kartoffel fotografiert, die Sano reiten wird. Also die Biene war besser als die Kartoffeln. Du zitterst schon. Zitter nicht! Du hast nicht mal TikTok. Woher kennst du diese ganzen ekelhaften Trends? Ich weiß selber nicht, aber ich weiß es. Die Kartoffel ist sehr breit. Das heißt, deine Füße so, als wärst du auf einer fetten Kartoffel. Verlierst du Gleichgewicht? Nein. Weißt du, was Gleichgewicht ist? Nein. Das ist die Balance. Verlierst du Balance? Nein. Wenn du weißt du, was Balance ist? Weißt du, was Balance ist? Ja. Was denn? Balance? Nicht Balance. Sie tut sich ja an dieser Kartoffel ja halt fest. Du musst dir vorstellen, als wäre hier die Kartoffel, als würdest du auf einer Kartoffel sitzen. Genau. Wie greifst du eine Kartoffel an? Was? weil da ist die Kartoffel. Nein. Okay. Er zittert schon. Passende Shirt. Massi, was ist das für ein Shirt, Mann? Das passende Shirt. Okay, lach. Ja, genau. Gute Arbeit hast du geleistet. Also, ich bin fertig. Bist du zufrieden? Ja. Du wirst dann auf einer Kartoffel sein. Okay. Ich glaube, der hat vor, das noch zurückzubringen. Hast du noch das Etikett? Ja. Nein. Mann, bitte, Massi. Stell dir vor, schau, du musst so eine Pose machen, dass dein Kopf so aus einer Ecke von der Chipspackung kommt. Was heißt Ecke? Ich will genau in der Mitte stehen, das ist das, die wir genau haben. Ja. Okay, jetzt mach so Mr. Bean Blick. Deine Augenbrauen, ja genau. Was soll ich machen? Ja, jetzt hättest du sehr Lust auf diese Pringles und du willst sie jetzt aufessen. Du machst sie. Ja, das gefällt mir. Ja, das ist gut. Das ist gut, das gefällt mir. Sehr gut. Damit könnten wir arbeiten. Ja, das gefällt mir auch. Eines Tages ruft mich dann Rewe an, grüß Gott, ich spreche mit Herrn Massi Nuri und ich so, vielleicht. Kann ich wieder? Nein, iss das bitte, Massi. Oder schmeiß es weg, aber es war fast in deinem Mund drin. Massi, gib das weg, Mann. Das war nicht. Ja, aber dein Mundgeruch hat es berührt. Wir haben diesen Typen aus Bosnien hergebracht, er nimmt gut Deutsch. Verstehst du uns? Huh? Verstehst du? Schneller. Unser Grafikdesigner hat 2 Tage lang gearbeitet. Wie lange hast du gebraucht dafür? 10 Jahre. Perfekt. Die Schwestern und der Bruder. Die Grafik ist fertig. Er hat es selber gemacht. Wir haben ihm Anweisungen gegeben. Aber wir wissen noch nicht, wie es aussieht. Okay? Er ist jetzt hier, um es uns zu zeigen und wir reagieren darauf. Was erwartest du dir von den Chips? Dass es schön aussieht. Okay, perfekt. Okay, da erkennt ihr diese Silhouette. Ja, alles gut. Deine Show. Loslegen, seid ihr alle bereit? Ja. Ich hoffe, ich bin ganz quasi. Oh. Ach du heilige Mutter, Fahr! Ja, das ist das, was dabei bisher rausgekommen ist. Ich leite Kartoffeln. Geisteskrank. Oh. Ja. Wow. Schaut. Oh mein Gott. Okay. Schaut euch mal das an.
Das sieht sowas von geil aus. Also, ich habe dir gesagt, Danny ist ein Meister. Er gibt einen Haken auf Englisch. Schaut schön aus. Bitte, ist mein Kopf schief? Du bist nicht schief. Das sieht cool aus. Als würdest du aus diesem Schwarzen rauskommen. Das ist so krass, Mann. Das sieht aus wie die besten Chips, die ich je gesehen habe. Einmal hat man hier dann noch Stinkekuss, wie ihr sehen könnt. Und einmal haben wir Chicken Chili. Habt ihr euch sowas Geiles erwartet? Was? Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Firma, die uns 40, 50 Stück davon auf einen Dings druckt. Habt ihr schon nachgefragt? Ja, ich habe schon überall angerufen. Das ist ein bisschen schwierig. Danny, ja? Wir möchten dir erstmal Danke sagen für die Arbeit, die du bisher geleistet hast. Ehrenmann. Dank dem. Danke, Danny. Aber ich bin im Bild. Was? Was habe ich gerade gesagt? Marci wollte mein... Er ist rübergegangen zu Marci und hat so seinen Arm gestreichelt. Wir sind Freunde. Freunde fürs Leben. Erster Schritt war Bilder machen. Ja. Zweites das. Und drittes was? Der dritte Schritt war, dass wir 1,5 Jahre lang gebraucht haben, um die Packungen produzieren zu lassen. Oh, Danny, Digga. Servus. Danny, oh mein Gott, Danny, mein Freund. Da sind die Verpackungen. Hallo, Danny. Hallo. Oh. Welche Firma hat uns das zur Verfügung gestellt? Das war Packaging Warehouse. Okay, Leute, also wie gesagt, das ist die einzige Firma gewesen, die bereit war, uns die Packungen zu machen, aber in einer kleinen Menge. Jeder wollte 1000, 2000 Stück produzieren und uns verkaufen, aber die haben das gratis gemacht und haben uns das zugeschickt. Okay? Danke, Packaging Warehouse. Wir wollen uns das jetzt selber anschauen. Ganz ruhig, langsam. Ja. Mach mal auf. Hol mal raus. Oha, das sieht ja urfancy aus. Junge! Hä, ist da was drin? Was ist drin? Ich hab's vergessen. Warte, da sind Chips drinnen. Hä? Danny, was hast du reingetan, Junge? Ah, Chip. Okay, so sieht die Verpackung aus. Ich reite Kartoffel. Ach, du Scheiße. Okay, die Chips müssen wir ja selber kochen. Die Verpackungen sehen so wild aus. Es geht nicht um die Chips. Die Chips haben damit nichts zu tun, okay? Doch! Er hat das nur veranschaulicht für uns, wie es aussehen wird, wenn die Chips drin sind, oder Danny? Genau. Mashallah. Oh mein Gott. Masi? Masi und Sano. Wieder verschließbare Packungen, das ist das Wichtigste. Weil wir können die Chips machen und sie da hineinfüllen. Ich habe ganz vergessen, dass wir damals uns ausgedacht haben, wie das heißen soll. Ja. Stinkekuss, Chicken Chili, dann Bombe. Da ist die Variante mit der Bombe. Was ist los? Nichts. Was machst du? Das sind Kellys. Es sieht lustig aus. Das sind Kellys. Echt? Ja. Okay, nein, kennst du die hier und die hier? Sano ist die Chips-Testerin. Sie ist Jeremy Fragrance von so Chipsorten. Ja. Da sind Kellys im Ketchup. Ja, das stimmt. Was? Wow! Ich finde die Verpackungen mega. Weil das nervt mich immer, oh, bei Chipstüten, du machst sie auf, du isst sie halt noch nicht fertig und dann sind sie am nächsten Tag so trocken. Ja. Das Lustige ist, wir sind auf die wieder verschließbaren Verpackungen gekommen, weil wir eben Packungen brauchen, die wir selber befüllen können. Deswegen müssen sie halt wieder verschließbar sein. Aber am Ende des Tages ist das voll der gute Weg für Chips, weil du sie dann einfach wieder zumachen kannst. Wow. Also... Leute, man kann die einfach wieder zumachen. Aber wie gesagt, wir haben die Chips nicht zu verkaufen, leider. Sano, gib mal die Packung, wir brauchen das für den Shot. Sano, wir brauchen das für den Shot. Sano! So würden die Packungen im Supermarkt aussehen. Was praktisch ist? Ja. Du machst zu. Du stehst um 6 Uhr auf morgen und dann sind wieder so wie früher, ganz normal. Okay, aber wer isst um 6 Uhr morgens Chips? Ich! So sieht es aus und so kann man es aufmachen. Und das ich habe halt viel gegessen, deswegen. Und Marci. So schade, dass er nicht da ist. Was? Er ist so schade, dass er nicht da ist. Er war anfangs dabei. Wir haben gemeinsam Fotoshooting gemacht. Das hat so lange gedauert. Wisst ihr was? Wir versuchen Marci anzurufen. Ja, aber im FaceTime. Ja, ich habe ihm nämlich gesagt, dass wir ihn heute wahrscheinlich deswegen anrufen. Er telefoniert dieses. Erstmal, Marci, du bist wieder in einem Video seit so langer Zeit. Wie geht es dir in Los Angeles? Sehr gut. Ich finde das super. Ich war gerade beim Laufen. Okay, hier ist Danny. Danny, komm mal. Sag mal Hallo zu Marci. Ja, hallo, Marci. Oh, Danny. Ganz ehrlich, es wäre auch nicht Marci im Video, wenn du nicht was rausschneiden müsstest. Ja, Leute, Marci hat gerade Danny beleidigt und ich muss das rausschneiden, okay? Aber hey, Danny, hast du ihn vermisst? Ja. Alles gut, Danny? Ja, bis.
Okay. Was? Wir vermissen dich alle. Ja. Die Leute auf YouTube schreiben das auch immer. Ich bekomme auch manche Nachrichten, die ich ignoriere. Lustig, oh. Was ist das? Ah, Spaß. So, man sieht das nicht. Massi, gib das weg, Junge. 1, 2, 3. Hier sind die Verpackungen, Massi. Oh. Ich finde der andere Person den Weiß besser. Was kostet der Verpackung? Massi, wir haben. Massi, wir verkaufen das nicht. Wie viel mehr Chips dann? Ja, wir müssen die Chips selber machen im Ofen. Oh Gott. Danke, dass du wieder da warst. Okay, wir hören uns, Massi. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Sag irgendwas an die Zuschauer und. Love you, babes. An die Leute, die schaut hier. Schaut euch die Videos an. Ich sehe super. Lasst ein Like da. Ciao, ciao. Tschüss, Massi. Okay, ciao, ciao, ciao. Das war Massi, falls ihr ihn vermisst habt. Hier ist er wieder. Der ist ein bisschen emotional geworden. Ich hoffe, alles gut bei dir. Die Verpackungen sind da. Wir müssen uns jetzt an die Arbeit machen und in den nächsten Wochen die Chips machen. Jetzt ist es soweit, dass wir die Chips selber kochen. Sahar und Nuri ist hier bereit. Die einzige Person, die fehlt, ist Sahar. Sahar kann aber leider nicht. Wir haben die drei Geschmacksrichtungen, die wir machen müssen. Und wir haben als erstes Kartoffeln. Und dann haben wir Gewürze. Ja, das nötige Gewürz. Welches Gewürz haben wir? Knoblauch. Ja. Chili. Ja. Pfeffer. Ja. Und so ein Gewürz für Braten, Huhn singen, Scheiße. Huhn, genau, ja. Huhn. Es geht schnell, es geht leicht, okay? Das ist schnell, wenn wir es so schnell machen, dann wird etwas schief laufen. Nein, Sano, schau mal. Fix, okay, warte mal. Vertrau, Sano, schau. Wir sind gut. Wir machen mittlerweile Kochvideos seit Jahren. Und wir verkacken immer. Nein, wir verkacken nicht. Wir sind schon doch. Mal. Also, unser Teller ist kaputt gegangen, unser Essen war nicht. Sano, wir sind sehr gut darin, vertrau mir, okay? Die Verpackungen haben wir ja hier und die warten darauf, befüllt zu werden. Nein. Mach das mal Maimer. Oh, was ist das? Ha. Ich habe das auch gesehen. Schau so. Ja, so ist gut. Das sind Chips jetzt. Da. Das sind Chips, Leute. Vertrau mir, aber so machen die das im Geschäft auch. Das sind Chips. Ja. Da. Ja. Vielleicht können wir es mit der Schere probieren. Es geht nicht. Das ganz fein. Warte, ein Freund von mir ist Koch. Er hat mir das beigebracht. Schau, ganz fein. Wir haben die neue Methode. Sano schält die Kartoffel, ich schneide die Kartoffel. Ich habe Dienstag Schularbeit. Du hast eine Schularbeit? Sano, ich habe eine Frage an dich. Jetzt mal ganz ehrlich, okay? Easy, schaffe ich. Nein. Du hast vorhin Stress mit Mama gehabt, weil du das falsche Buch mitgenommen hast zum Lernen. Es war nicht mit Absicht. Es war wirklich nicht mit Absicht. Kümmere dich um deine eigene Sache. Ich habe alles im Griff. Ich habe auch alles im Griff. Wirklich? Yes. Das heißt, du hast die Schule im Griff? Yes. Alles läuft gut? Ja. Bei dir läuft Uni auch im Griff? Also, Mama hat bald Geburtstag. In 2 Monaten, ja. Das ist bald. Warte, was würdest du dir dieses Jahr zum Geburtstag wünschen, Sano? Ich? Ja, du. Wie viele Sanos gibt es hier noch? Ich? Was? Wo waren wir? Wir haben so viele Kartoffeln jetzt geschnitten. Wir haben jetzt so verschiedenes Gewürz, okay? Brathuhn und Chili. Dann haben wir Cayenne-Pfeffer und Chili scharf. Und dann haben wir als letztes Knoblauch. Tun aber noch etwas dazu, um für die Sorte Stinkekuss ein bisschen mehr Mundgeruch hinzukriegen. Ja. Wieso hast du keine Socken an? Wieso filmst du das? Wieso soll ich zu Hause Socken anhaben? Es ist kalt, Ollum. Wir haben eine Heizung zu Hause. Versicherung. Ja. Machst du sehr, sehr gut. Es sind so 10 Minuten vergangen. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Es ist einfach zu. Ist gut eigentlich. Wirklich? Ist gut. Noch ein bisschen lassen, ja. Das ist zu wenig. Das fühlt sich eher an wie Kartoffel. So. Was ist das? Chips sind Kartoffeln. Ja schon, aber ich will ja, dass sie... Die produzieren es sowieso Chips, so checkst du? Chips. Ja, schon klar. Eigentlich können wir alles draufgeben, wenn alles in der Pfanne ist. Nee, alles gut. Also. Hä? Vielleicht hat das so eine Kindersicherung. Hallo, das kann... Hallo, wie... Warte, was drehst du da? Was soll da rausfallen? Was drehst du da? So.
Ich habe hier das durch den Sieb so laufen lassen. Das Öl ist halt so drunter. Ich weiß nicht, was wir hier machen eigentlich. Schaffen wir schon, keine Panik. Wir packen mal alles in die Packung und lassen es Sahar probieren, wenn sie nach Hause kommt. Es kann aber sein, dass wir nochmal kochen müssen. Aber nicht heute. Was? Ja. Ja. Leute, so würde es aussehen. So. Aber wir sagen Sahar nicht, dass es gut oder schlecht geworden ist. Wir lassen sie probieren und hören uns ihre ehrliche Meinung an. Okay. Es sind 2 Stunden vergangen und Sahar ist jetzt zu Hause, Leute. Ich habe die Packungen Chips vorbereitet, Sahar, für dich extra, damit du probierst und siehst, wie sie sind. Was ist? Warum fühlt sich das an wie eine Feuchtigkeitscreme? Was heißt eine Feuchtigkeitscreme? Probier doch einfach. Irgendwie hat mich das gerade angeekelt, das Gefühl. Sahar, bitte. Sei doch ehrlich. Probier, ich dachte auch, es wird ekelhaft sein. Sind alle... Probier doch, Mann. Sahar, sei nicht so respektlos, das waren 3 Stunden. Sei nicht so ehrlich. Habt ihr gefilmt, wie das aussieht? Ja. Ja, haben wir gefilmt, ja. Es ist ehrlich geil. Soll ich erst mal probieren? Das ist die scharfe Sauce. Also das ist so die scharfe Variation. Einfach nur ein Stück probieren. Es fühlt sich an, als wäre das gerade frisch von der Pfanne genommen worden. Nimm aber mit richtig viel Öl. Nimm an. Es fühlt sich an wie Pommes, die aber nicht durch sind. Ich dachte, du sagst durchfahren. Okay. Ja, also ist gut oder schlecht? Naja, es sind noch keine Chips. Ich habe nicht vor, das Zuschauer kosten zu lassen, oder? Um Gottes Willen. Naja, das solltest du lieber erst am Ende probieren. Das ist das Schlechteste. Chicken Chili? Das gefällt mir. Es ist eigentlich gut. Was? Die sind ja nicht mal durch. Doch, Sahar, durch. Sei nicht so respektlos und nimm jetzt einfach und iss es in deinem Mund. Ja, stark. Also am Anfang hat es geschmeckt. Schmeckt wie Bronika Cholu. Bronika Cholu ist so ein Kartoffelgericht aus Afghanistan. Das ist mit Broni und Cholu. Ja. Alles seine Schuld. Er hat es verbrannt. Er hat Sahar, alles gemacht. Probier doch einfach. Er hat alles gemacht. Er hat gesagt, er soll alles machen. Alleine, er ist stark. Also welche findest du gut und welche findest du richtig gut? Und welche findest du am schrecklichsten? Also da, ich denke, das Schrecklichste, was sie gegessen hat, ist das da. Nein, aber welche findest du gut, welche findest du sehr gut? Sag mal. Das ist, finde ich, okay. Ja? Sag doch jetzt. Sag doch jetzt, Jo. Was habt ihr gemacht? Ja, aber was haben wir gemacht? Was heißt, was haben wir gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich komme noch nach Hause. Ich so, wie war's? Hat Spaß gemacht? Sie so, ja, war urgut sein. Die sind urgut geworden. Ich so, okay. Kennst du das Wort ironisch? Ironisch. Wir haben gesagt, wir lassen dich probieren. Und wenn sie nicht gut sind, dann kochen wir nochmal. Mit dir aber. Wie wäre es mit morgen Abend? Wir probieren es nochmal. Aber ich bereite am Tag schon alles vor. Ich schneide auch Kartoffeln und wir tun sie in den Ofen. Mit dir, Babe. Also wann könntest du mit uns kochen, bitte? Wir brauchen Hilfe. Danke. Ich weiß selber nicht, wie das geht. Ja, aber wir brauchen Hilfe, Sahar. Ich will nicht deine Hilfe. Hä? Aber weißt du, das ist so, wie wenn du eine dritte, ungeschulte Person herholst. Ja, aber wir werden diesmal gemeinsam als Team, wir schaffen alles. Vertraut mir. Okay? Wirklich. Das heißt, du willst noch einmal genau das zaubern? Nein, eben nicht. Wir werden diesmal im Ofen machen, damit sie so trocken sind. Aber wir müssen es gemeinsam hinkriegen. Das Ding ist, dass du es probierst, ist nicht schlimm, aber dass wir es Zuschauer probieren lassen. Vergiss es, das ist peinlich. Ja. Nein, was? Ja, wir müssen allein schon, wenn man das so in die Hand gedrückt bekommt, es ist so... Ja. Ich dachte, gut, ihr habt da reingekackt oder so. Das fühlt sich an. Also kriegen wir es hin? Zu dritt? Nein. Okay, kommt. Eins, zwei, drei. Smash. Dann komplett... Sahar, knusprige Chips, wir kriegen das hin. Knusprige Chips, wir kriegen das hin. Du musst, warte ab, du gehst auch schlafen heute. Ja, wir kriegen das hin, Sahar, komm schon, hilf uns. Einmal, du musst einmal in der Küche. Gesicht,
Siehst du dieses Gesicht? Das heißt, wir können es schaffen. Ja, zeig das Gesicht. Siehst du dieses Gesicht? Ich sag, vertrau. Diesmal, ich schaue nach. Ich dachte, einfach Öl und Kartoffel und das reicht. Hör zu, du musst machen. Wir zwingen dich. Nein, aber bitte hilf uns. Sehr gerne. Nur, dass ich genauso wenig Ahnung habe. Aber dann lass es uns zu dritt probieren. Wir schaffen das. Ich habe vorhin gehört. Wir schaffen das. Aber erwartet euch nicht. Okay, Powerpuff Girls. Drei Powerpuff Girls. Let's go. Nächster Versuch. Wir schaffen das. Leute, bitte vertraut uns. Wir machen diese Kochvideos nicht umsonst. Wir lernen. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Okay. Ich kann das schon. Zieh dich aus, Süße. Der zweite Versuch startet hiermit. Der zweite Versuch startet genau jetzt. Sahar Nuri ist auch mal in der Küche. Ihr habt sie noch nie in der Küche am Arbeiten gesehen. Jetzt ist es soweit. Aber sie hat gesagt, sie kann das nicht. Wir können das alle nicht, diese Chips. Also bitte nicht judgen, okay? Wenn hier jemand verkackt, dann ist es bestimmt nicht Sahar. Das sind wir alle. Bitte hört auf, immer so negativ über Sahar zu reden. Also ich verstehe nicht, was los ist mit euch, aber sucht euch Hilfe. Damit es heute ein bisschen schneller von der Hand geht, habe ich schon die Kartoffeln geschnitten. Das Einzige, was wir machen ist, wir machen hier weiter. Okay, das heißt, du weißt schon, wie es funktioniert. Easy. Ich habe nämlich heute auf Google rausgesucht, was gestern unser Fehler war. Einer der Fehler war, dass wir zum Beispiel die Kartoffelchips nicht in kaltes Wasser eingelegt haben, damit die Stärke entzogen wird. Das ist wichtig, damit sie dann klein und knusprig werden. Heute machen wir sie in unserem Airfryer und nicht mehr in der Pfanne. Wir versuchen heute alles komplett neu zu erfinden, dank Google. Ich zeige euch das schnell, Schwestern, damit ihr das lernt von mir. Er hat die Schwester genannt. Nein, aber Leute, man nimmt das hier, das ist so ein Ding, und damit versucht man dann die Scheiben zu schneiden, okay? Schaut dir das an. Warte. Das sind Chips, glaub mir. Du musst halt ein bisschen so, weißt du, zentraler greifen. Mach mal. Ich schau dir zu. Sagt der Typ, der mir gestern ölige Kartoffeln als Chips gegeben hat. Genau. Ja, ganz genau. So, und jetzt schau. Jetzt schau mal. Warte, das war jetzt... Komm schon, Mann, chill. Das war das Erste, was schlecht war. Aber jetzt schon. Aha, schon. Siehst du? Es geht schon, vertrau mir. Also nicht so von der Seite, weißt du, es muss von der breiten Fläche Chips abgenommen werden. Ja, mach. Wir sind immer noch bei der ersten Kartoffel. Schau mal, wir sind bei Kartoffel Nummer 1. Sandit! Hilfe! Alibaba kann nicht kochen! Warte, meine Freundin zeigt uns ganz kurz, wie es geht. Soll ich schnell runtergehen und schauen, ob es davon mehr gibt? Oh. Dann haben wir drei Stück. Bitte. Soll ich runtergehen und mehr davon holen? Weil wir haben noch. Kannst du? Kannst du mir einen Textmarker mitnehmen? Ihr könnt hier vorankommen, okay? Vorankommen! Jetzt müssen wir einfach sehr schnell diese Kartoffeln schneiden, weil ich bin mit den Nerven am Ende. Die Kartoffeln sind fertig geschnitten und hier, die warten darauf. Was ist der nächste Step? Also, ich halte es. Ja. Und wir hauen das mal in den Sieb. Und dann das geil. Du fährst halt, okay? Yes. Es wird jetzt schwarz passieren. Und danach tun wir ein bisschen Öl drauf und machen aber zwei Arten von Chips. Einmal machen wir sie im Ofen und einmal machen wir sie hier im Airfryer. Damit wir dann, wenn wir einmal verkacken, dann bei der anderen Variante vielleicht nicht verkacken. Ihr müsst die ganzen Chips hier drauf tun und dann mit dem sauberen Tuch abtupfen, damit da so ein bisschen Wasser drauf weggeht. Ja, aber was bringt sich das eigentlich? Die werden trocken, die müssen trocknen jetzt. Sie haben Stärke verloren durch das Wasser. Ja, sie sind nicht mehr stark. Sarah zeigt dir gleich, wie sie abgetupft hat. So geht's auch, oder? Wieso? Machst du schön? Also. So, wir bekommen Hilfe. Wo siehst du? Leute, das kommt in den Airfryer. Wir sind gespannt. Warum hört ihr genau auf zu singen, wenn ich die Kamera einschalte? I got the special power. Sahar. Sing doch. Ich schäme mich. Du schämst dich, nachdem du auf Video schon so viel Scheiße gelabert hast. Ja. Als nächstes tun die Mädels hier das in den Ofen rein. Da ist gut, ja. Ja. Ja, und jetzt zu. Der Ofen bleibt offen. Sano wartet hier. Wenn es heute daneben geht, höre ich auf mit YouTube. Ich höre auf. Ich höre komplett auf. Bitte sag das nicht. Was? Bitte sag das nicht. Wieso? Wir wollen nicht, dass du aufhörst. Mein Gehirn ist voll mit Blut jetzt. Schlag ab. Sano! Ich habe ja gesagt, es wird wenig. Es ist irgendwie eingegangen, ich verstehe es nicht. Ja, die kleben so aneinander. Hier im Airfryer werden noch welche gemacht. Schauen wir mal dann, welche besser sind. Wir sind gespannt. Wir sind sehr gespannt.
Das ist an einem Punkt, an dem ich nur noch lachen kann. Aber die schmecken gut, finde ich. Gewürzt werden sie besser. Was sagst du? Okay, es ist gleich soweit. Wir können das im Airfryer nehmen. Und dann würzen. Abend da der HS. Und dann probieren wir das, okay? Wir probieren den Geschmack. Es ist sehr wichtig jetzt. Bitte. Schauen wir mal, was schlechter schmeckt. Was? Nicht lachen oder so, wir probieren das mal. Egal, was ihr jetzt seht, okay? Nicht lachen. Ich krieg sie mal drauf. Es beginnt ja schon mal. Warte. Okay, ja. Nein, halt. Ja. Hey, die sind gut. Die müssen gewürzt werden. Sag mal, warte. Sag mal, nicht anfassen. Weil du es die ganze Zeit bewegst. Nein, aber nicht anfassen. Wir müssen das mal knusprig. Warte, da mal kosten. Ist so. Die müssen gewürzt werden zuerst. Dann entsteht der Geschmack. Hört jetzt auf. Ja, aber ich will mal wissen, wie die Konsistenz geworden ist. Sah, vertrau mir. Okay. Ich will nicht, dass wir das so anfassen. Hau rein. Ich will dir zeigen, wie weh. Wenn wir sie würzen, werden sie gut. Das müsst ihr mir glauben. Die müssen nur gewürzt werden. Ist schon besser als die vom Ofen. Okay. Ja, ein bisschen noch? Ein bisschen Salz? Salz. Und Österreich sagen wir Salz. Ja? Gar nicht mal so schlecht. Ich sage euch, es knackst doch und wir haben ja noch viel zu machen. Es knackst. Was sagt ihr? Das heißt, wir machen sie lieber im Airfryer als im Ofen. Mhm. Ja. Und wir ziehen jetzt durch. Oh mein Gott, riecht ihr das? Ja, deswegen. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf, Leute. Was ist passiert? Leute. Erklär uns das dann. Ich verstehe es nicht. Leute, es ist irgendwie verbrannt. Aber Leute, es ist kalt. Es hat ich wüsste gar nicht, dass es so Spaß macht, in der Küche zu drehen. Es macht Spaß. Wir haben es noch einmal reingegeben und irgendwie war es wahrscheinlich zu wenig, kann das sein? Ja, deswegen ist das so in die Luft gegangen. In die Luft? Also müssen wir mehr reingeben. Kann ich, weil sie schießt. Aber es funktioniert nicht. Was dann? Sollen wir den Ofen probieren? Wein nicht darüber, Mann. Ich höre. Er weint gleich. Nein, alles gut. Eine Umarmung von deinen Freunden wird alles wieder gut. Halt mal. Können wir aber auch ohne Backpapier probieren? Ja, probieren wir es ohne Backpapier. Ja, dann machen wir es ohne, aber die laden wir mich später mit Brot. Arme Single Lady. Wir versuchen, Leute. Es funktioniert einfach nicht. Es ist besser als Kino gerade. Was? Es ist besser als Kino gerade. Ist so. Ting. Arme Single Lady. Wir versuchen es jetzt nochmal. Meine Werk sind die Berge. Heidi. Kommt her. Leute, kommt doch her. Kommt her. Schau, wie es aussieht. Nicht schlecht. Das hat die Frau gemacht, okay? Also die sind knusprig geworden, müssen aber noch gewürzt werden. Bitte nicht weiter essen, weil das macht keinen Sinn. Das ist es, oder? Das ist es. Game Changer. Das sind die besten Leute. Aber bitte nicht jetzt weiter essen, weil wir brauchen echt viel. Wir müssen eine Packung voll machen, okay? Wieso darfst du sie dann essen? Sie ist die verdorben. Die Arme. Wir haben schon Chicken Chili voll und wir bewahren sie im Kühlschrank auf. Und davon machen wir noch 3-4 Mal. So, dann haben wir eine Packung wieder voll. 3 Tage waren die Chips in unserem Kühlschrank und keine Ahnung, ob sie so gut gehalten haben. Gut gehalten? Wir fahren so, dafür müssten sie ja gut sein.
halt's mal. Wir fahren jetzt in die Stadt, ich habe eine Insta-Story gemacht, einen Zuschauer gefragt, ob sie dabei sein wollen, dass sie Chips probieren, die wir selber gemacht haben. Ich habe ein paar zurückgeschrieben und ich hoffe, die kommen auch. Ich hoffe, ich kann mich auf euch verlassen. Wir treffen uns jetzt mit 5 bis 10 Zuschauern in der Stadt und lassen sie von unseren Chips probieren. Mehr Leute wollten wir nicht, weil wir haben nur 3 Packungen. Okay? Let's go! Warte, ich habe mit dir geschrieben, oder? Ja. Und Leute, sie ist eine Freundin von Sano anscheinend. Wir sind Dreierfreundschaft sozusagen. Warte, ihr kennt euch? Ja, ja. Natürlich! Ich habe dir das nicht gesagt! Vlog? Ja, Vlog. Oh, nice! Ja. Gut Job! Danke, Bruder. Danke. Yeah. Wir warten jetzt noch auf die anderen. Oh. Hallo! Hallo! Wie geht's? Alles gut? Alles gut. Servus. Hallo. Die haben auch, okay. Hallo. Hallo Leute. Okay. Hi. Es ist nichts allzu Spektakuläres, okay? Die Sache ist, wir haben so eigene Chips gekocht und ihr werdet das einfach probieren und eure Meinung abgeben. Die sagen, Sahar soll endlich mal bei einem Kochduell kochen, okay? Und Sahar versteckt sich. Ja, ihr wisst nicht, wie aufwendig das ist. Aber es macht so Spaß. Eine Sache, die ganz wichtig ist für euch alle, seid bitte ehrlich, weil die Chips, wir verkaufen die nicht, auch wenn die so aussehen. Wir haben die nur so selber gemacht. Also ihr probiert die und wenn die nicht schmecken, alles gut. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ihr braucht euch nicht schämen, weil wir dabei sind. Versteht ihr? Könnt einfach sagen, es ist scheiße. Könnt ihr auch sagen. Ja. Ihr könnt einfach sagen, was ihr wollt. Wir haben 3 Packungen. Also du kannst mal so durchgeben. Ihr könnt einfach, ich weiß nicht, es sind 3 Sorten. Wir haben nur 3 Packungen geschafft. Wir haben verkackt, Leute. Wir haben so viele Kartoffeln weggeworfen. Oh mein Gott. Ja. Hallo. Ja, gerne, sicher. Aber wir drehen gerade was. Wir können ruhig ein Foto machen. Die probieren unsere Chips. Okay, ich kann auch vergessen. Ihr könnt auch mitprobieren, wenn ihr wollt. Wirklich? Wollt ihr im Video sein? Ja! Okay, ja, dann könnt ihr auch mitprobieren. Alter. Stinkekuss ist das, wo man Mundgeruch bekommt. Also so mit Zwiebel meine ich. Okay. Mit Zwiebel. Fang du mal an. Wenn du danach im Krankenhaus liegst, ist nicht unsere Schuld, okay? Ja. Nein, du kannst. Es ist okay, so ein bisschen scharf. Ja? Ist es zu scharf? Warte, das ist die Sorte Bombe. Ja, okay. Ist okay, so ein bisschen scharf. Man schmeckt, dass es scharf ist. Ja. Aber es hat echt eine gute Geschmack. So Konsistenz. Ja. Ist halt ein bisschen so weich. Ja. Aber sonst ist eigentlich okay. Es Fehler hat gewesen. Noch so ein bisschen Crunch drinnen. Also okay, es ist noch ein bisschen Crunch drin. Okay. Gut. Magst du probieren als nächstes? Ja. Das ist mein Lieblings. Das schmeckt gut. Ja. Ich gebe ihn. Leute, seid ehrlich, okay? Ihr könnt doch die Chips beleidigen. Ich meine es ernst. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Wir wollen es einfach auf die ehrlichste Art machen, die es gibt. Ich schmeck das Chicken nicht raus. Du schmeckst das nicht raus? Okay. Aber die Schärfe ist geil. Du meinst, der Chicken-Geschmack fehlt? Ja. Okay. Und was sagst du? Aber es ist geil, dass es nicht so crunch hat, sondern so ein bisschen weich. Also du magst, dass es nicht so übertrieben knusprig ist? Ja, es ist so einzigartig, verstehst du? Okay, interessant. Etwas Neues. Was? So kann man es auch sagen. Okay. Probier du mal als nächstes, dann können die anderen auch probieren. Oh, es riecht wirklich geil. Das ist wirklich geil. Probier mal. Ich riech das bis hier. Ich auch. Das schmeckt scheiße. Ah, Sarah hat selber noch gar nicht gekostet. Geil. Was? Liebe das. Dir schmeckt's? Mir schmeckt's aber auch. Aber salzig. Zu salzig? Okay. Sein Blick. Was sagst du? Zu salzig. Zu salzig? Okay, tut mir leid. Wir probieren jetzt. Okay, probieren wir. Okay. Ich sag dir ehrlich, Burger. Okay, verstehe. Aber sind die nicht zu salzig, so wie die anderen? Perfekt, nein. Okay, die Sorten vielleicht da durchgeben. Okay, Salz kickt rein. Ich liebe es, salzig. Ja. Und diesen Knoblauchgeschmack. Das heißt, du magst den Geschmack? Ja. So mehr als das andere. Das, okay. Das würde ich mir sicherlich kaufen. Ich glaube, der hat am meisten Geschmack. Ja. Okay. Genau, Knoblauch schmeckt euch. So richtig geil. Knoblauch ist geil. Bombe schmeckt? Schmeckt nach Bombe. Okay. Warte, wer hat das nochmal gesagt, dass man das Chicken nicht rausschmeckt? Du. Ja. Du hast recht, das habe ich mir auch danach gedacht erst, weil ich, Vollidiot, wollte den Chicken-Geschmack hinkriegen und habe nichts mit Chicken verwendet, sondern das Gewürz, das man so für Chicken verwendet. Und dachte, ich kriege so den Geschmack raus, aber dann lag ich so im Bett und dachte mir, warte kurz, aber wo soll der Chicken-Geschmack herkommen? Ich habe nur das Gewürz verwendet, verstehst du? Ich hätte einfach das von den Instax-Nudeln so genommen und einfach drauf. Ja, wie gesagt, wir sind Vollidioten. Wir machen Kochvideos, aber wir verstehen es nicht. Schmeckt nicht? Oh ja, aber wo schon? Aber du machst nicht den Gesichtsausdruck, als müsste es schmecken. Ich ertrage keine Schärfe, deswegen. Okay, alles gut, dann kannst du ja sagen, es schmeckt nicht. Okay. So, was sagt ihr so Bewertung? Ganz ehrlich. Skala von 1 bis 10 würde ich 7,5. 7,5 ist gut, okay. Auch so 7,5, so 8. Okay. Ich würde eine lockere 7 geben. Lockere 7, okay. Ich gebe eine 8. 9. 9? 8. Wirklich? Okay. Ja, für mich auch 8.
Okay, Saar und Sano wollt ihr auch bewerten? Knoblauch ist scheiße. Okay. Aber mir hat Bombe am besten gefallen. Mir auch. Und was ist das für eine Bewertung? 7. Bombe, 7 bis 8. Okay. Man müsste nur an diesem, wie soll ich sagen, Crunch arbeiten. Ja, was sagt ihr? 10. 10? 8. Okay, passt, Leute, dann danken wir euch vielmals. Ich schätze mal, es kommt niemand mehr. Dann würde ich sagen, Leute, ich danke euch, dass ihr am Start habt. Darf ich jemanden grüßen? Ja, ihr könnt jemanden grüßen. Ich grüße Maria, Lili okay. und Alex. Okay, ja. Ich grüße meine Lehrerin, die uns überredet hat, ihn nicht alleine zu lassen. Oh, sie weil... Sie dachte, ihr führt ihn. Ja, aber korrekt. Ich grüße meinen besten Freund, Decky, und seine kleine Schwester Anna. Er heißt der King? Decky. Decky, okay. Passt. Okay, Leute, dann ich danke euch vielmals, dass ihr da wart. Girls support girls. Ja. ja. Oha. Das war's mit dem Video, danke fürs Zuschauen. Das Projekt ist somit zu Ende. Ich hatte ja gesagt, dass Ende November ein cooles Projekt kommt. Das war jetzt dieses Projekt. Nur haben wir es nicht bis Ende November geschafft. Also wir danken euch sehr, sehr dafür, dass ihr zugeschaut habt. Und wir danken vor allem auch den Zuschauern, die mit in die Stadt gekommen sind. Keine Ahnung, ob wir die Chips mal produzieren lassen. Es wäre cool. Ich frage euch das im Ernst. Würdet ihr euch sowas holen? Weil ich fand vor allem die Verpackungen cool. Die Umsetzung der Chips hätten wir, also das hätten wir besser machen können. Egal, das, Übung macht der Meister. Lasst einen Daumen hoch da, falls es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare, welchen Geschmack ihr am lustigsten fandet oder welche Packung ihr am besten fandet. Folgt mir auf Instagram und folgt mir auf Twitch, um in Zukunft nichts zu verpassen. Habt einen schönen Tag. Ich muss echt schlafen gehen. Das war's. Auf Wiedersehen und hasta la vista!